Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2 der deutschen Übersetzung von den G-Trans Version 2.02. Mit dabei wieder der Kibbel. Na hallihallo. Und mit dabei wieder die Mary. Hallo. Hallöchen. Wir sind, was haben wir das letzte Mal gemacht? Hier Schießpulver gesammelt. Richtig cool. Jetzt muss uns direkt zur goldenen Sprache. Genau, und wir haben uns ja gewundert über die Fledermaus und der Kibbel weiß doch, warum die Fledermaus heißt. So ungefähr. Ja, so ungefähr, genau. Ich habe jetzt mal geschaut, im Englischen heißen die ja Bat-Huhn, beziehungsweise bei uns Fledermaus, und die Fledermaus heißt dort, also die stärkere Variante, die heißt bei denen dann Dark Bat-Huhn, also quasi dunkle Fledermaus. Ich denke mal, der Name ist zu lang, dunkler Fledermaus, deswegen. Ich will auch mal aufmachen. Ja, okay. das weiß ich nicht, warum Fledermaus, da wäre eine Erklärung gut. Vielleicht wird das Special sich da mal was einverlassen, warum die Fledermaus heißt und nicht dunkle Fledermaus. Verdammt, das war meine Chance. Also wie gesagt, die schadvolle Variante Fledermaus. Gut, alles klar, das war's. Dann wissen wir jedenfalls Bescheid über die Fledermaus. Das ist tatsächlich, also die heißt tatsächlich Fledermaus. Gibt's die auch in Secret of Mana 1? Weiß ich gerade gar nicht. Da war ich gerade mein Kopf. Vielleicht heißt sie ja doch Fledermaus und wir haben das direkt übernommen. Was? Okay. Wie gesagt, da war ich gerade am Gucken. Ich kann ja schon mal ohne den Kübel weitergehen. Genau. Oh, ich kriege ja wieder voll den Heady. Nein, ja, der hieß auch Fledermaus. Okay. Okay, jetzt weiß ich was, komm. Da gab es auch eine Fledermaus und eine Fledermaus. Das ist mir ehrlich gesagt aber nie aufgefallen. Nee, ich hab da auch nicht wirklich drauf geachtet. Wieso kriege ich wieder ein Heady? Mist-Tier. Also jetzt kann man dann raus. Yes. Dadurch können wir jetzt abschließend sagen, okay, die Fledermaus kommt aus dem ersten Teil. Die Fledermaus ist halt die Fledermaus. Genau, warum die Fledermaus heißt, werden wir glaube ich nie erfahren. Es gibt auch kein Ja, wie ich annehme, ist ja einfach nur Fledermaus, klingt total blöd. Also es klingt, ich finde eigentlich, klingt Fledermaus ja so ganz cool, weil die fleddert halt die Leichen oder so. Ja, genau. Aber das liest sich blöd, wie das liest sich dann ja wie ein Schreibfehler. Ach, du wolltest ja. Nee, Mary darf auch noch. Ja. Das ist eine Falle drin. Das war so klar. Schwein gehabt. Okay. Genau, so, weiter geht's. Jetzt sind wir in der Hood. Halt. Nee, ich brauch HP. Okay, einmal pennen und speichern, das ist auch eine gute Möchtest Idee. Möchtest du über Nacht bleiben? Morgens bitte, gute Nacht. Sag mal, werden die immer teurer oder was ist da los? Wie gesagt, je nach Tag kostet das unterschiedlich viel. Ach so, ja stimmt, am Mana-Tag-Slab alles gerade, ist oder wie war das? Ja, irgendwie so. Am heiligen Mana-Tag? Ja. Sollte man hier auch in Deutschland einführen, den heiligen Mana-Tag. Genau, das ist krass. Dann darfst du dann kostenlos im Hotel übernachten. Der heilige Mana-Tag sollte jeder Mittwoch sein. Der heilige Mittwoch. Der heilige Freitag. Das würde dann auch passen, weil da kannst du dann freier Eintritt und so. Kannst du verlängern, meinst so, du? So, ja, bong. Wer seid ihr? Wie freundlich. Wir sollten dir Schießpulver besorgen. Erinnerst du dich? Richtig, ich hab es nicht vergessen. Nun, was war mit dem Schießpulver? Ja. Da kriegst du gleich voll vom Pelz, Junge. Hey, natürlich, die Kanone, trefft mich draußen, ich komm gleich nach. Ich werde dich gleich draußen treffen mit meinem Schwert, Junge. Kannst du auch alleine machen. So. Endlich eine Chance, meine ultra großartige Turbo-Kanone 2 zu testen. Warst du nicht das letzte Mal noch Mark 2? Mark? Ja. Irgendwie schon. Danke für diesen Einwurf, den sollte man nochmal beachten, ja? Wind okay, Richtung check, Ziel vor Sena, bereit zum Start. Nö. Mach mal nö. Mary muss, glaube ich. Nein. Okay, Bill muss. Ich? Nein. Ich ja oder nein machen? Mach nein. Wir checken mal wieder. Weil wir mal checken, ob der irgendwas sagt. Ob man da hier noch was machen kann? Nö. Schade. Also, Wind okay, Richtung check, Ziel und geht los. Let's go. Machen wir die Tür auf. Dankeschön. Immer kategorisch, immer erstmal Nein drücken. Fliegen! Und Sieg! Ach, Mary, Sailor Moon, ne? Hast du schon gehört, ne? Ja, der Red arbeitet da.
Naja, ich habe schon das rumgekriegt jetzt. Ich mache Beta-Test gerade. Ehrlich? Ja. Coolio. Ich habe jetzt eine angepasste Version, ja. Hammer geil. Was? Irgendwas ist schiefgelaufen. Wo sind wir? In den Minusfelder. Also vom Red könnte demnächst auch irgendwann mal was kommen. Ich mache gerade noch einen Beta-Test für Sailor Moon Another Story mit allen gefixten Bugs. Cool. Coolio. Coolio. Da wird sich die Mary auch wieder. Da wird sich Mary freuen, wenn es dann endlich mal released wird. Und das ist ja ein Spiel, was ich dann auch gerne auf Modul haben möchte. Ja. Ja, ich glaube auf jeden Fall. Ja. Das ist euch sicherlich sicher. Kibbel, Sie haben ein Level Up. Entscheiden Sie sich jetzt für Stärke, um stärker zu werden. Entscheiden Sie sich für Agilität, um agiler zu sein. Und so weiter. Wählen Sie Geist, um geistlicher zu werden. Also ich will jetzt Stärke drücken, aber nichts passiert. Das muss ich irgendwas Spezielles drücken, oder? Auf A. Nee, ich kann nicht bewegen. Da ist mir... Ich wähle dich. Ich guck mal eben auf den Server, wenn ich das nicht gekickt hat. Was? Nö. Egal, drück mal Stärke für mich. Warte mal. Und dann guck ich, was ich kann. Cool, ich kann auch bewegen. Cool, wir können alle bewegen, nur du nicht. Tja, wir können jetzt irgendwas. So, bitteschön. Aber ich kann mich hier bewegen. Was? Was ist das für ja. Das riecht nach Bug irgendwie. Genau, das sind meine übergeordneten Brains. Ja, wir sind die Burg. Wir müssen natürlich wählen, du hast uns die Verantwortung. Genau, wir sind genau. Wir sind die Burg und deswegen kannst du das einfach nicht entscheiden. Das müssen die anderen für dich entscheiden. 4 Stunden 14 irgendwas stand da gerade, ne? Ja. Cool. Sehr nice. Das gab jetzt, glaube ich, unendlich mal. Ach ja, die Dinger, die hat er noch nicht gefixt, ne? Glaube ich. Ja, das war jetzt sehr clever. Ja, allerdings. Da war das. Ich weiß nicht, irgend so ein Wolfsmensch. Ja. Oh, das ist Duran. Duran! Was ist Duran? Genau der, Duran. Hey! Ja, wer spricht jetzt hier den Typen? So. Ich spreche den Typen. Okay. Hey, ich bin noch der Krieger. Hey, seid ihr auf dem Weg nach Forsena? Ah, König Richard, ich verstehe. Ich habe noch nicht mal was gesagt. Drück. Ja. Ah. Ich bin Duran, Schwertkämpfer aus Forsena. Oh. Drück. Bis ich hörte, dass Altena einen Angriff plant, dann bin ich zurückgekehrt. Drück. ihr seht auch wie Kämpfer aus. Vielleicht könnt ihr uns ja helfen. Könnt uns helfen. Ja, gegen Gespräche. Entsprechende etwas Erdogen. In Eile, wenn ihr mich entschuldigen würdet. Nö. Mach's gut, geh erstmal auf Klo. Ja. Jetzt machst du genau das, was ich vorhatte. Nein, ich will ihn eigentlich ansprechen. Kannst du nicht. Was soll denn der Banalkon Jakko zu dir sagen? Hey, steig auf mich drauf, ich schmeiß dich in die Luft. Ja, irgendwie sowas. Ja, der Buch auf der Uhr sei der Buch Jakko. Bist du dir sicher, dass du in die Luft geschmissen werden willst? Und danach ansprechen? Voll krass. Geht das noch? Aber was haben hier diese Figuren zu tun? Fragezeichen. Was machen die noch? Ansprechen, oder wie sind das jetzt hier? Die sehen aber ein bisschen aus wie ein Gremlin. Kannst du mit den Viechern sprechen? Ja, ich weiß nicht. Nein, du kannst den nicht ansprechen. Ganz normal auf Schlagen drücken ist ansprechen. Aber du kannst doch nicht mit Pac-Man sprechen. Was soll ein Pac-Man sagen? Außer. Guck mal, ich mach einen Dance. Cool. Warte, ich stell mich auf die andere Seite. Dance. Nee, du machst keinen Dance. Ich mach Dance. Ne, Mary? Jetzt weitermachen? Ja, bitte. Wir wollen mal an den Booyaka rumdancen. Der Bunnacle Jacko Dance. Genau, wir haben ihn penetriert. Der Penetrationstest. Hui! Penis, ach Quatsch, Penis. Na komm, lass mich schon gut. Was willst denn du ja noch, bitte? Penetrationstanzer hier. Meist schon. Der Penetrationstanz. Natürlich. Das war der Bunnacle Jacko Style. Genau, ja. In der richtigen Stil. Das ist der neueste Hype auf YouTube. Ja, muss aufpassen, dass das dann wieder eine Runde macht. Wir schaffen damit mindestens eine Trilliarde Klicks. So, da ist Gundam Style und Gundam Style und was es noch andere für Oma Styles gibt, das dann. Style. Oh, Double Kill. Das gefällt mir. Guck mal, der Baum ist ja voll gruselig. Der ist voll böse. Oder der hat zwei Äpfel als Augen.
da habe ich damals überlegt, wo ich das erste Mal gespielt habe, ob die spezielle Bewandtnis haben. Weil es gibt verschiedene, ja, ne? Gibt es die normalen und dann die mit Augen, dass die vielleicht irgendwas machen, aber nein, die machen nichts. Vielleicht hast du bloß nicht die richtige Group dafür. Kann sein, vielleicht. Genau. Schreibt's in die Kommentare. Schreibt's in die Kommentare. Genau. Was die richtige Crew dafür ist. Um mit Bäumen zu sprechen. Genau. Oh, guck mal da. Der hat eine Waffe, das ist ja toll. Ein Speer. Sieg oder Niederlage? Ja, ich drehe mich im Kreis. Hadouken und Item Samen. Siehst du, Samen ist jetzt kommen wieder. Das ist der Samen. Oh, Entschuldigung, ich bin nach hier drüben gelangt. Das war wahrscheinlich verkehrt. Ich glaube auch, wir sind hier auf der Tafel. Irgendwie. Hey. Das ist das, das Loch, was man nie benutzen kann. Was ich mich so frage, gibt es in diesem Spiel eigentlich auch ein Red Herring? Keine Ahnung. Also ein Item, das man niemals braucht? Bestimmt. Das stimmt, das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Das ist ja allgemein unter den Adventure-Spielern da draußen, wird das natürlich ein riesengroßes Wort sein, der Red Herring. Ein Item, das man nicht braucht. Ich weiß nicht. Special wird es uns wieder mal beantworten. Das finde ich nämlich ganz cool. Ich finde das immer ganz nett, wenn da so eine neckigen, geckigen Sachen drin sind. So wie Liebesheftchen von irgendwelchen Asiaten oder so, ne? Ja, genau. So wie beim Metal Gear Solid fand ich das ganz toll. Ja, zum Beispiel, genau. Gab es aber auch schon bei Lufia, glaube ich, gab es auch schon. Oder bei Secret of Evermore. Was machst du da, Gabriel? Ja, der denkt wahrscheinlich, dass er ich ist oder so. Der macht immer Schattenbox. Mentale Kraft, wenn er die Finger. Ja, genau, das ist mentale Kraft, genau. Nee, ich habe jetzt wirklich gedacht, ich bin doch raus. Muss ich jetzt leider zugeben, ja. Nach oben müssen wir, wa? Ja, das ist ein Dorf. Yeah. Also. Oh mein Goodness. Was ist hier passiert? Was ist passiert? Achso, du bist das. Das sagte ich doch gerade. Was ist passiert? Als Inner-Invasion, der König ist in Gefahr. Könntest du das bitte etwas dramatischer aussprechen? Als Invasion, der König ist in Gefahr. Okay, der König ist in Gefahr. Das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal einen fetten Screen machen. Da ist der König. Nein, das ist nicht der König. Ach nee, war schon. Und das sind die Soldaten angeblich. So komisch dann. Pig und die anderen beginnen zu begreifen, dass sie sich mitten in einer Invasion befinden. Was? Kabam, kabam, hier kriegst du erstmal ein dick Eis vom Kopf. Die Soldaten zaubern. Da ist der mega fiese Zauberer. Macht weiter, ich statte dem König einen Besuch ab. Verstanden, verstanden. Sei ich weiblich, ne? Die Soldaten steht da, aber sind ja... Ja, Soldaten ist Mehrzahl. Ja, aber sind ja weiblich. Ja, natürlich macht ihr uns extra die Tür auf. Wir sind auch weiblich, damit Soldaten in den normalen Zimmer stehen, aber da wollte der Special sich mal drum kümmern. Ja. Das ist noch so ein Fehler, der vielleicht in der nächsten Version gefixt ist. Sie sind beinahe geschlagen. Lasst uns nach dem König sehen. Los, 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 schnell hier. Räumt den Typen da weg und dann können wir rein. Bloß, ich befürchte, in der nächsten Version sehen wir keinen Soldaten mehr. Oh, aufladen. Jetzt sind wir voll crazy drauf hier. Geile Mucke. Was sagt der Timor? Der Timor sagt 13:30. Das ist ja gut, dann schauen wir sogar noch eine. Das ist genau 10 Uhr. Noch 5 Uhr Spaß, okay? Jo. Jo, dann fahren wir auf eine neue an, dann haben wir es geschafft. Ja, guck mal, das war früher mal ein Boss, jetzt ist es ein normaler Gegner. Das ist ein Oh, weißt du, ich kriege hier wieder alles ab hier. Und ihr liegt da hinten rum und chillt auf der Couch. Ja, das schaut so. Was soll man dann? Wir sehen es low, low, low. Eismünze, oh yeah. Aufgefallen, ich kümmere mich um den Eistyp wieder. Dann haben wir doch ganze 5 Aufnahmen, wa? Das reicht ja für eine ganze Woche dann. Oh mein Gott, das kannst du doch nicht während der Aufnahme erzählen. So, ach, ihr müsst jetzt für mich wählen, was ich kriegen soll. Genau. Also, Daumen nach oben, wenn ihr Filmaufnahmen habt. Ihr könnt nichts wählen? Nee. Ich kann wählen, jetzt weiß ich, kann jetzt nicht wählen oder was? Nee, ich kann nicht wählen. Also muss ich mir doch selber was aussuchen. Stärke! Tja. Gut. Das ist der Player One Bonus, weißt du? So, den Zauberer, hau mal ab hier. Sehr gut, lenkt ihn ab. Oder machst was Neues, ein neues System. Ab 20 Aufrufe vom Video gibt's einen neuen Part.
Ja, genau. So machen wir das. Das klingt gut. Oh. Das, ja. Halte durch. Ich bin lass mich schnell. Jetzt will ich. Ja, jetzt kommen wir durcheinander, ne? Wenn die Hexen auch Soldat heißen, ja. Freut ihr mit dem Soldat? Weil guck mal, wer ist jetzt der Soldat von den beiden? So kannst du den sagen, Soldatin oder Soldat? Ja, oder Hexentypen. Hexe einfach. Oder Hexe, ja, oder so. Aber Soldat, ey, das ist ein Soldat sowieso komisch, die sehen aus wie Hexe und dann wie Soldat. Genau, also hier nochmal auf, um ein Special unbedingt beim nächsten Mal zu fixen. Oh nein, ja, die sind echt fies, die Gegner. Nein, die sind Lowrider. Die Lowrider? Die sind low. Kommen wir jetzt. Na, jetzt kommen wir erstmal übelst mega auf Mary. Okay, die sind doch high. Naja, klar, das sind ja auch die apokalyptischen Reiter-Tiere. Raketenschlag. Nicht mehr mit irgendwas gesehen. Der Raketenschlag, genau. Das hört sich an, als wäre das ein Digimon. Raketenschlag! Ich digitiere zu, komisches Pferd. Schachspieler heißt das Ding. Ah ja, stimmt. Aber das andere hat schon nicht ganz was gewonnen. Tja, gibt's hier auch einen Skatspieler. Oh, wir sind im Fallen. Oh yes, yes, yes. Wir machen jetzt hier gleich einen Cut, die drei Gegner und dann machen wir einen dritten. Das krieg ich wieder. Ja, Mary kriegt erstmal alles ab. Ein Magier und ein Schachspieler. Okay, wir sind hier am Noob-Level. Ich glaube, wir sind verkehrt abgebogen. Wir müssen zum König. Egal. Zum König finden wir in der nächsten Episode, wenn, ja, es, wieder wenn es wieder heißt. Genau. Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trans. Schaut mal vorbei auf www.secretofmana2.de. Könnt ihr mal vorbeischauen bei den snes-projects.de. Auch eine coole Seite, Bugs? Möchte ich jetzt mal so anmerken. Bugs könnt ihr auch hier posten, dort posten und überall posten. Ja, bitte. So, ja. Und macht's gut, bis dahin und tschaußen. Tschüss.